Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Leben danach Bundle von Crystal F. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Leben danach von Crystal F, das Ganze am 11. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Bundle kommt hier bestehend aus diversen Inhalten. Wir haben hier einmal das Album an sich, das Leben danach. Dann zusätzlich gibt es noch eine Bonus-EP. Was ist bloß mit Hauke los? So heißt sie, glaube ich. Dann haben wir weiters ein Bilderbuch, in diesem Fall ein Katzenbuch, kleine weiße Tatzen. Ein Shirt ist mit dabei. Und dann noch hier ein sogenannter Katzenklicker. Ja, die beiden kommen hier noch in Folie, der Rest ohne. Deswegen werden wir hier mal öffnen und die Folie entfernen. Einmal und zweimal. So, wie wir hier auf der Folie lesen können. Wir haben hier noch einen M-Sticker, also das Ganze gab es in unterschiedlichen Größen, das Shirt. Und nicht nur das, sondern es gab generell dieses Bundle auch in verschiedenen Ausführungen. Und zwar gab es einmal das Bundle, das ich euch eben jetzt vorstelle, das sogenannte Katzenbundle oder Katzenbuchbundle. Da ist eben Shirt und Katzenklicker und das Buch dabei. Aber es gab auch das sogenannte Date Night Bundle. Da hatte man dann eben statt dem Katzenbuch und statt diesem Katzenklicker eine Duftkerze, eine Taschentuchbox und zusätzlich noch Papers zum Rauchen. Ja, ich habe mich, wie ihr sehen könnt, für das Katzenbuch-Bundle entschieden. Wir starten als allererstes mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Das ist das Cover vom Album Das Leben danach, reguläres Toolcase. Und das Cover, so wie man es von Crystal F kennt, geht hier ziemlich hart zur Sache. Also wir sehen hier tatsächlich eine Zeichnung von ihm selbst. Also er hat das, glaube ich, nicht gemalt, aber er ist hier abgebildet. Und er sitzt hier am Tisch und hat sich scheinbar, nachdem er hier etwas geraucht hat, dann mit dieser Waffe, ja, sieht nach einer Schrotflinte aus, den Kopf weggeschossen. Also offensichtlich hier durch den Mund und dann hier oben hat es einen Teil seines Kopfs an den Heizkörper und hier an das Fensterbrett geschossen, riesen Blutlacke. Und was spannend ist, wir haben hier einen Verbraucherhinweis auf Englisch, Parental Advisory Explicit Content. Allerdings ist das hier mit einem Sticker gelöst worden. Also das Cover an sich hat den nicht, aber hier dann, man sieht es vielleicht ja hier auf dem Toolcase, dann mit einem Sticker draufgepappt, auf der Seite beschriftet und auf der Rückseite lesen wir auch nochmal den Albumtitel. Dann haben wir eine andere Perspektive und zwar hier eine der Katzen, die wir dann im Buch sehen werden. Die ist hier scheinbar ja, besorgt. Oder nein, beide. Hier ist ja auch noch eine Katze, klar. Die beiden Katzen sitzen oder stehen hier in der Blutlacke und machen sich hier Sorgen um ihr verstorbenes Herrchen. 13 Tracks an der Zahl. Features sind mit dabei von MXP, John ODM GDIA, Chico, Rough Fiction, also in diesem Fall dann Abok 48 und Craig Klaus. Dann Zero Zero, Niles Davis und Taha. Executive Producer, Maximilian Icarus und John. Barcode, Infos zum Label. Und dann schauen wir mal rein. So, das Booklet ist relativ dick. Hier auch nochmal die Katzen. Hier das Cover. So, als allererstes haben wir die Credits zum Album, also alle, die hier mitgewirkt haben, alle, die hier beteiligt waren. Dann gibt es Artwork. Ich glaube, ich bringe mich um. Ja, so sieht das aus. Dann haben wir die Lyrics tatsächlich zu jedem einzelnen Track, wunderbar. Die sind hier Wort für Wort abgetippt, also zum Mitrappen oder Nachlesen. Das Leben danach. Dann weitere Lyrics. So, was lesen wir hier? Darf ich bei dir wach sein, wenn du schläfst? B.
bitte lass es heute vorbei sein. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch so eine Widmung, eine Danksagung. Also hier berichtet eben der Interpret, dass diese Songs ihm das Leben gerettet haben. Ich teile sie mit dir, wenn es dir ähnlich geht. Also, abseits von dieser ganzen, ja, Gewalt und diesem Selbstmordthema, ist das dann natürlich konstruktiv und das Album behandelt jetzt eben solche Themen wie Suizidgedanken und Depressionen. Aber ja, dass es eben im Endeffekt nicht darum geht, sich selbst den Kopf wegzublasen, sondern dass es eben auch Alternativen und Auswege gibt. Und darum soll es hier gehen. Das ist dann die CD. Kommt hier in Pink. Und dahinter lesen wir, du bist nicht alleine. Und dann haben wir hier noch eine Telefonnummer der Telefonseelsorge. Also wie gesagt, vom Grundgedanken dann doch eher wieder konstruktiv. So, damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite CD, die Bonus-EP. Die kommt hier so ein bisschen im American Psycho-Stil vom Artwork. Und hier spannenderweise, das ist das, was ich angesprochen hatte, haben wir den Verbraucherhinweis allerdings aufgedruckt. Also vorhin mit Sticker und hier ist er dann aufgedruckt. Auf der Seite wieder beschriftet. Wie gesagt, reguläres Jewelcase. Genau, so nennt sich die EP. Was ist bloß mit Hauke los? Dann die Tracks, 5 Stück an der Zahl. Auch hier wieder diverse Features. Tamash, John, MXP, KDM Shay, nochmals John und Taha. Hier haben wir einen Häuserblock oder so eine Wohnsiedlung, so eine Straße. Und darüber der Nachthimmel. Wir schauen mal rein. Auch hier hat man ein Booklet, wenn auch ein sehr dünnes. So, also als erstes wie vorhin auch die Credits. Dann ein Foto von Chris Leff in seinem Wohnungsflur mit zahlreichen Schuhkartons. Ja, das war's auch schon. Und das sieht mehr so aus wie so ein Hotelflur. Also, auch hier wieder passend zu American Psycho. Dann haben wir hier die CD. Das Cover kommt mir bekannt vor. Ich glaube, Moment, wir haben auf dem Album einen Track, genau, Nummer 13, Schlechtes Essen. Und da war das mehr oder weniger das Cover. Also ich glaube, ohne den Teller, aber rein nur hier diese Instant-Nudeln, dieser Klumpen hier, zusammengepresster Fabriknudeln. Hat man hier dann auf der CD nochmal verarbeitet. Dann hier nochmal im Teller. Also die CD und das dahinter ident. Nur, dass wir hier auf der CD eben auch noch den Schriftzug, den EP-Titel haben. So, das war's soweit mit der Musik, mit den beiden CDs. Dann haben wir einen sogenannten Katzenklicker. Der ist gebrandet hier mit Hauke Gang. Kommt hier mit schwarzem Anhänger. Und hier ist dann auch noch ein Karabiner. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so der Hundetyp. Ich hatte auch noch nie eine Katze als Haustier. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann genau, macht das hier so ein ganz spezielles Klickgeräusch. Und das kann man eben dazu verwenden, um Katzen entsprechend zu konditionieren. Also ich glaube, generell läuft es dann so ab. Man möchte zum Beispiel irgendein Verhalten oder irgendeine Handlung von der Katze fördern oder belohnen. Dann aktiviert man diesen Klicker und direkt danach gibt es dann eine Belohnung. Also irgendein Leckerli oder irgendwas, worüber sich die Katze freut. Und dann checkt eben die Katze, dass das eben gut war. Und mit Hilfe dieses Klickers kann man dann das Ganze so konditionieren. So, und zu guter Letzt, zu vorderletzt, nein, zwei Sachen haben wir noch, genau, das Shirt kommt zuletzt. Vorletzt haben wir hier noch das Buch. So, das sind wohl seine beiden Katzen, Kito und Kirby by Chris Leff. Kleine weiße Tatzen, kommen die in so einem rosanen, gebundenen Buch, Hardcover. So, was lesen wir hier? Diese beiden Katzen haben mich in der dunkelsten Zeit meines Lebens begleitet. Damit sie auch anderen Menschen ein bisschen Ruhe und schöne Momente geben können, habe ich dieses Buch gemacht. Okay, bedeutet, ich glaube, wir haben hier wenig bis keinen Text. Also hier mal die beiden Tatzen der Katzen und dann einen Crystal F-Schriftzug aufgedruckt. Ah nein, wenn ich es richtig sehe, nachdem man das hier so durchsieht, dürfte das hier, das Buch, tatsächlich signiert sein. Also das hier ist unterschrieben, das Buch.
handschriftlich von Grislave. Und dann haben wir hier jede Menge Bilder von den beiden Kätzchen. Also, wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist, kann man sich die ansehen. Die meisten Bilder hier mit den Katzen, aber ein paar Bilder beinhalten auch noch den Interpreten. Wir schauen nochmal. Genau, also Hauke ist auch bei manchen Bildern mit am Start. Und ja, jede Menge Material zum Anschauen. Und zum Abschluss, ja, gibt es dann auch nochmal ein Bild von ihm mit den Katzen. In einem schönen Zartrosa. Gut. Und zu guter Letzt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Das war ja, wie gesagt, in der Größe frei wählbar. So, und das Shirt, ja, passend auch wieder hier zum Albumtitel und zu dieser ganzen Message oder diesem Artwork. Wir haben hier scheinbar eine kleine Gestalt, sieht nach einem Jungen aus oder nach einem Mann, der sich hier mit Heliumluftballons einen Strick gemacht hat und sich dann hier erhängt hat. Er hat auch schon einen Heiligenschein. Ansonsten das Shirt komplett in Schwarz. Und auf der Rückseite, wow, auf der Rückseite nochmal fett das Artwork. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man mit diesem Shirt hier im Alltag rumrennt, ich meine, das hier an sich ist natürlich auch schon hart, aber das hier auf der Rückseite ist dann schon enorm. Also ich glaube, wenn man damit irgendwie so im, ja, am Supermarkt an der Kasse in der Schlange steht oder sowas, da wird es auf jeden Fall interessante Blicke oder Gespräche geben. Und das Ganze ist ein B&C Exakt 190 in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das ganze Shirt noch einmal kurz im getragenen Zustand an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt und hier dann links im Brustbereich diesen kleinen Aufdruck hier von dieser erhängten Person mit dem Heliumballons und auf der Rückseite, auf dem Rücken dann eben dieses Riesencover nochmal. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt mit Brust- und Backprint. Dann haben wir das Katzenbuch, rosa im Hardcover. Dann den Katzenklicker hier mit dem Anhänger. Die Bonus-EP, was ist bloß mit Hauke los, mit 5 Tracks hier im Jewelcase. Und natürlich dem Album an sich, das Leben danach, mit 13 Tracks ebenso im Jewelcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grislave unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.